Also mein Versuch geht heute drauf, die Pariser Anschläge und vor allen Dingen, was draus gemacht wird oder was draus geworden ist, kritisch durchzunehmen. Und ich habe eigentlich vor, ein eher kurze Rede zu halten, damit dann möglichst viel Zeit ist, um drüber zu diskutieren und zu rechten, ob das in Ordnung geht. Ich will diese Pariser Attentate, ja, 130 tote Franzosen, wann war es denn, in den ersten Dezembertagen oder in den letzten Novembertagen des letzten Jahres? Und den Schluss daraus, nämlich den Schluss, der geradezu selbstverständliches Muster abliefert. Anschläge, tote Menschen, Staatstrauer, Krieg. Frankreich antwortet mit Krieg gegen den IS. Wir sind im Krieg, war die Formel des französischen Präsidenten zu der Sache. Ein Muster, von dem ich mir ziemlich sicher bin, das in Deutschland nicht so grundsätzlich anders ablaufen würde. Und wo man ja auch weiß, auch Deutschland ist inzwischen im Visier des IS. Es gibt das abgesagte Bundesligaspiel von Hannover in den Tagen nach den Anschlägen. Es gibt den geschlossenen Münchner Hauptbahnhof in der Silvesternacht. Es gibt jetzt die Toten in Istanbul. Also es ist ein Muster, über das ich reden will, das auch für Deutschland und die Deutschen wohl gilt. Insofern ist Frankreich mehr ein Beispiel für einen Argumentationsgang. Für was ja die Beteiligten für eine geradezu selbstverständliche Konsequenz halten. Anschläge, Tote, Krieg als Antwort. Im Nachbarland ist eine richtig gehende Kriegsstimmung, jedenfalls im Dezember dann, ausgebrochen. Man hat die Marseillaise abgesungen auf dem Place de la République, sich massenhaft versammelt. Marseillaise, die ja offenbar besonders blutrünstige Nationalhymne ist. Und alles, was wir Normalbürger in normalen Zeiten hassen, Krieg, Totalüberwachung, staatliche Freiheitsbeschränkungen, scheint im Lichte der Attentate als angemessene Antwort und geradezu als Volksbedürfnis. So, diesen Schluss, den will ich zum Thema machen und da will ich unterscheiden. Erstens die Sache, die Anschläge. Zweitens die Deutung. Drittens die Antwort. Erstens die Sache, der Anschlag. Oder die Anschläge, es waren ja drei auf einen Satz. Praktisch zeitlich koordiniert innerhalb von Minuten. Die Anschläge der Dschihadisten in Paris zielten eindeutig auf den französischen Jedermann. Ja, nicht mehr wie noch ein Jahr vorher auf Charlie Hebdo, auf blasphemische, von den Islamisten aus gesehen, blasphemische Zeichner, die Mohammed-Karikaturen gemacht haben. Nicht auf Staatsrepräsentanten. Die Anschläge, wie sie ja, die RAF gemacht hat, es gewesen sind, sondern eindeutig auf beliebige Passanten, die beliebige Beschäftigungen in Paris nachgegangen sind. Der IS rechtfertigt, das hilft nichts, der IS rechtfertigt seine Anschläge sogar mit dem sündhaften Leben von jedermann dort.
Also, ich lese mal aus, damit man ein Gefühl dafür kriegt, vielleicht hat es auch jeder in den Zeitungen verfolgt. Ich lese mal aus diesem Bekennerschreiben vor, ja, dass der IS da nach den Anschlägen, nach der gesegneten Attacke, die Allah möglich gemacht hat, und so weiter herausgegeben hat. Es war ein Anschlag auf die Hauptstadt der Abscheulichkeit und der Hurerei. Die Hauptstadt, die das Banner des Kreuzes in Europa trägt. Eine Gruppe, nein, das brauche ich nicht vorlesen, die Selbstmordattentäter haben sich da bereit gefunden, Anschläge zu machen. Anschlag zielte unter anderem auf das Stade de France, wo zwei Kreuzfahrernationen spielten, Frankreich und Deutschland. Auf das Bataclan, wo Hunderte eine perverse Feier feierten und so weiter und so weiter. Am Schluss, als Ergebnis dieses Angriffs, wurden mehr als 100 Kreuzfahrer getötet. Frankreich und alle, die diesem Weg folgen, müssen wissen, dass sie die Hauptziele des Islamischen Staates bleiben und dass sie weiter den Geruch des Todes riechen werden, weil sie den Kreuzzug führen und weil sie es wagten, unseren Propheten zu beleidigen, weil sie es wagten, den Islam in Frankreich zu bekämpfen und Muslime auf dem Boden des Kalifats zu schlagen mit ihren Flugzeugen, die ihnen im übelriechenden Paris nicht nutzen konnten. Also, diese IS-Erklärung schließt zwei Sachen zusammen. Zwei Sachen, wo man sich denkt, was hat denn das miteinander zu tun? Die eine Sache ist eben die Hurerei, das sündige Leben dort. Und die andere Sache ist, mit ihren Flugzeugen bombardieren sie die Muslime auf dem Territorium des Kalifats. Also bei ihnen in dem Gebiet, was der IS halt als sein Staatsgebiet jetzt erobert hat und beansprucht und wo eben die Franzosen nicht erst seit den Anschlägen, sondern vorher schon an der Seite der Amerikaner Bombenangriffe auf IS-Stellungen, auf deren Ölanlagen und was die halt so haben, durchführen. Die Attentäter haben auch in dem Kampf, bei den Attacken da in dem Bataclan gerufen, das ist für Syrien. Also die Frage, das ist für Syrien und das ist für eure Sünden. Wie verhält sich das eigentlich? Man hat nicht gleich den Eindruck, das wäre dasselbe. Man hat auch nicht gleich den Eindruck, das wird sich auseinander ergeben. Wie sehen die es offenbar? Die sehen es offenbar... War ich das? Nee. Die sehen es offenbar so, dass sie, und da muss man sagen, denken die nicht so grundsätzlich anders als zivilisierte Nationen. Dass sie die zerstörerischen, ruinösen Wirkungen der Machtentfaltung westlicher Staaten auf die muslimische Gemeinde, auf ihre Städte, dass sie die ruinösen Wirkungen, und die ruinösen Wirkungen, die kann man dort besichtigen im Nahen Osten. Ein kaputter Irak, ein kaputtes Syrien, da gibt es kein Leben mehr, da gibt es keine Lebensgrundlagen mehr. Und wo sich der IS da in dem Machtvakuum, das die Amerikaner durch ihren Krieg und ihren Abzug hinterlassen haben, breit gemacht haben, das ist halt einfach eine zerstörte Welt. Und der IS sieht diese Zerstörungen, die zerstörerischen Wirkungen der westlichen Macht, sehr schnell dann auch die Wirkungen auf die Moral und die Lebensart der Moslems dort. Konsumorientierung, alles dreht sich ums Geld. Man muss Öl besitzen und es verkaufen, damit man an irgendwas kommt. Die Wirkungen der westlichen Macht, die schädlichen Wirkungen der westlichen Macht, sehen sie als den Zweck der westlichen Machtentfaltung. Ja, sie unterstellen glatt, da kommt dann das Wort Kreuzfahrer her, die unterstellen glatt dem kapitalistischen Imperialismus, eben der Machtentfaltung der großen Mächte, die den Globus ökonomisch beherrschen und machtmäßig kontrollieren. Dem unterstellen sie, sie hätten nichts anderes im Nahen Osten vor, als die Moslems zu beleidigen und zu schänden.
dass da Wirkungen auf muslimische Gemeinden und die muslimische Lebensart existieren. Das glaube ich sehr wohl. Aber dass der Westen den Zweck hätte, die muslimische Lebensart zu beschädigen, stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Nebenwirkung. Eine Nebenwirkung der Benutzung der Weltregion. Die halten die Wirkung für den Zweck und den Zweck für den Ausfluss einer Gesinnung. Also die fragen sich auch nicht, wozu ist denn das gut, die Muslims zu beleidigen, zu schänden, zu entehren. Wollen die gar nicht wissen, sondern die sind sich ganz sicher. Das folgt einer Gesinnung. Und die Gesinnung ist eben das Christentum, dem sie jetzt, dem Christentum, dem werfen sie Imperialismus vor. Und das ist eigentlich, die Chiffre dafür ist Kreuzfahrer. Sie erinnern an die Zeit, wo die Christen tatsächlich dorthin gefahren sind, um ihre Religion zu verbreiten. Und das halten sie für die Motivation des Westens. Nämlich, und wie gesagt, so ist das Feindbild auch vom Westen her immer konstruiert. Es ist nie die Wahrheit, aber es ist immer das gültige Feindbild. Nämlich, man meint, dass es dem Feind mit dem, was er anrichtet, um die Zerstörung dessen geht, was einem selber heilig ist. Und so konstruiert man sich dann den Feind. Weil ihnen selber der Islam heilig ist, weil sie selber sagen, ihr Lebensart ist das Schützenswerte. Deswegen halten sie umgekehrt den westlichen Imperialismus und eigentlich noch nicht mal den, sondern irgendwelche Wirkungen von ihm für ein gezieltes Unternehmen zur Ausrottung des islamischen Glaubens. Es gibt da vorne noch ein paar Stühle. Manche sind auch mit Nichtigkeiten besetzt. Und aus diesem Geist heraus führen die Dschihadisten ihren Krieg. Aus dem Geist raus, das, was uns heilig ist, wird von den großen Mächten des Globus zerstört. Warum? Weil sie gegen das, was uns heilig ist, sind. Und deswegen, ja, kämpfen wir im Namen Allahs und gegen die Gottlosen. Und in der Deutung nehmen Sie jetzt jeden beliebigen Franzosen als Repräsentanten des französischen Staates, der den falschen Glauben gewaltsam den Moslems aufdrücken will. Sie nehmen jeden Franzosen, und deswegen, das ist der Anspruch, also es ist ein Anschlag auf den französischen Alltag. Es ist ein Anschlag auf den französischen Jedermann. Aber der Anschlag findet natürlich nicht deswegen statt, weil in Frankreich die Leute Kaffee trinken wie in jeder anderen Stadt der Welt. Oder Musik hören, Heavy-Metal-Konzerte anhören. Der findet nicht wegen dem Heavy-Metal-Konzert statt, sondern weil der IS diese Franzosen als Repräsentanten der Macht nimmt, die sie bedrängt. Als solche Repräsentanten ist dann jeder Franzose für sie ein Kreuzritter. Die Leute haben mit dem Kreuzreiten überhaupt nichts zu tun. Denen ist auch völlig wurscht, was im Nahen Osten los ist. Die sind gerade in einem Restaurant. Aber sie werden als Repräsentanten des feindlichen Staates und seiner Macht genommen. Dafür mussten sie sterben. Jetzt die Umkehrung von Frankreich her. Die Deutung von Frankreich her hat in der ersten Instanz auch den Ansatzpunkt. Es war ein Angriff auf den französischen Jedermann. Hört sich dann so an. Diese Dschihadisten, diese Mörder,
haben Menschen umgebracht, die nichts verbrochen haben, als in Frieden und Ruhe ihre Freizeit zu verbringen. Da wird jetzt umgekehrt, dass es ein Angriff auf den Alltag war, zum Argument des Unrechts des Angriffs. Da wird jetzt gesagt, das sind doch ganz harmlose Beschäftigungen, auch gar keine anti-islamischen Beschäftigungen, denen die Menschen nachgegangen sind, wenn sie ein Fußballspiel anschauen oder ein Rockkonzert anhören. In der französischen Deutung, Angriff auf harmlose Menschen, ne, da kommt kein Ton, kein Anklang an. Naja, da werden die Menschen halt als Geiseln für die Rolle des Staates genommen, dem sie angehören. Übrigens ein Gedanke, der ganzen westlichen Öffentlichkeit damals, wie der IS das russische Ferienflugzeug über dem Sinai abgeschossen hat, durchaus noch gekommen ist. Ein Gedanke, der denen gar nicht so fremd ist, bei den anderen halt. Ja, da hieß es in der Zeitung, Putin zahlt einen hohen Preis für sein Eingreifen in Syrien. Da hieß es, dieser Ferienflieger wurde angegriffen als Vergeltung für die russischen Bombardements auf die Islamisten in Syrien. Da hat man das gesehen. Frankreich sagt, unsere Bürger werden in der harmlosesten Beschäftigung, die man sich vorstellen kann, getötet. Sie sind unschuldig. Also kann das nur das absolut Grundlose und Böse sein, was sich gegen sie richtet. Es ist ein Anschlag, und das war dann die Formel, ein Anschlag auf unsere französische Lebensart. Ja, nochmal die Rückerinnerung, als ob der IS wirklich nichts anderes an Frankreich störend finden würde, als dass dort Rockkonzerte stattfinden. Das stimmt nicht. Aber dass Rockkonzerte stattfinden, dass Fußballspiele stattfinden und dass man in Restaurants sitzt, das ist das, was man jetzt als angegriffen ausgibt und was man als verteidigenswürdig präsentiert. Die Menschen in ihrer ganz unpolitischen, so möchte der französische Präsident am meisten rausstellen, in ihrer ganz unpolitischen, vorstaatlichen, ganz privaten Lebensführung werden angegriffen. Und das fordert Frankreich natürlich heraus. Wenn wir mal diese Kategorie Lebensstil ein bisschen auf den Zahn fühlt und sagt, was ist er denn, unser Lebensstil? Ja, jeder hat so eine vage Vorstellung, ja, der französische Lebensstil, der ist angegriffen worden. Was ist er denn jetzt, der Lebensstil? Genau genommen ist der Lebensstil erstens die Anpassung an Lebensverhältnisse, die man sich im Großen und Ganzen nicht rausgesucht hat. Ja, der größere Teil des Lebens findet eh nicht im Restaurant statt, sondern in der Geldbeschaffung. Man muss arbeiten, damit man Geld verdient, und in der Restzeit, da ist dann irgendwie, mit dem verdienten Geld kann man dann Freizeit machen. Gut, dann geht der eine ins Fußball und der andere ins Konzert. Das Zweite, also abgesehen von der Anpassung an eine Lebensumwelt, die man sich nicht rausgesucht hat, ist zweitens diese berühmte Freizeit, die den Lebensstil so charakterisieren soll. Die Freizeit ausgefüllt mit Beschäftigungen, die keineswegs die Franzosen eint. Also von wegen unser gemeinsamer Lebensstil. Diese Beschäftigungen drücken viel mehr die soziale Stellung der Leute in dem System aus. Drücken viel mehr aus, wer mit welchem Geldbeutel in der Freizeit wie weit kommt. Ja, und der eine ist im Edelrestaurant und der andere bei McDonald's. Aber dass das ein Lebensstil sei, ist ja schon eine Fiktion, ist eigentlich eine Erfindung. Unser gemeinsamer Lebensstil sei angegriffen worden. Und während der gemeinsame Lebensstil von sich aus überhaupt von den Leuten, wenn sie ihn betätigen, auf sehr verschiedene Weise betätigen, während der Lebensstil von denen aus überhaupt nicht gemeint ist als Bekenntnis zur Französität, wenn man das Wort mal durchgehen lässt, ja, was eigentlich nicht im Duden steht.
während es von denen überhaupt nicht gemeint ist als Bekenntnis zur französischen Eigenart, kommt jetzt der Präsident und verbucht den Alltag der Leute als ein einziges gelebtes Bekenntnis zu einer französischen Eigenart. Und die ist dann das Angegriffene und die ist dann das Schutzobjekt. Da merkt man, die Übersetzung von Toten, von Menschen, die bloß ihr Leben verloren haben, in Repräsentanten Frankreichs. Was der IS macht, wenn er sie angreift, das macht der Präsident, wenn er sie verteidigt. Die Leute, die da gestorben sind, sind Repräsentanten Frankreichs und damit was viel Höheres als bloß die 130 lebenden Menschen, die jetzt Leichen sind. Man hört es auch gleich raus, wenn man merkt, jetzt müssen wir Franzosen unseren Lebensstil verteidigen. Das hat die komische Seite und die bitter ernste. Die komische Seite ist, ich weiß nicht, ob es euch allen aufgefallen ist, dieses, wenn unser Alltag angegriffen wird, nochmal um das in Erinnerung zu bringen, als ob es den Terroristen darum ging, dass in Frankreich nicht mehr Kaffee getrunken wird. Wenn unser Alltag angegriffen wird, dann müssen wir unseren Alltag verteidigen, indem wir was? Indem wir jetzt erst recht zum Fußball gehen, auf große Plätze gehen, uns Konzerte nicht verbieten lassen. Man merkt, das ist die kindische Abteilung. Aber die kindische Abteilung ist nicht ganz aus der Welt, weil sie jetzt ja jeden Franzosen nahelegt, seinen Alltag als einen nationalen Widerstandsakt gegen den Terror zu interpretieren. Ja, kleine Exkurs an der Stelle. Talkshow dieser Woche. In Deutschland ist gerade Krawalle, die Diebstählerei und die sexuellen Übergriffe auf der Kölner Domplatte von der Silvesternacht großes Thema. Da waren also auch dann natürlich wie bei Talkshow immer Betroffene eingeladen, wie sich's gehört, und eine Gymnasiastin, die sehr schön reden konnte, hat also unter anderem gesagt, ob sie jetzt Konsequenzen zieht und nächstens vorsichtig wird und ob sie eventuell nicht mehr zum Karneval geht. Köln ist doch Karneval groß. Sagt sie doch, sie geht zum Karneval, denn sonst hätten die, in dem Fall nicht Terroristen, sondern die Randalierer oder die Busengrabscher, sonst hätten die ja schon gewonnen. Ja, als ob es denen drum gegangen wäre, dass niemand mehr zum Karneval geht. Das ist Blödsinn. Wenn die jetzt nächstens zum Karneval geht, ist es auch kein Widerstand gegen Ausländerübergriffe, sondern dann ist es nichts wie der Karneval, zu dem sie jedes Jahr geht. Und genauso ist in Frankreich auch. Aber jetzt soll man erstmal seinen Alltag interpretieren als Widerstandsakt gegen den Terror. Die Staatstrauer in Frankreich ist übrigens der große Akt dieser Umdeutung. Menschen, die gestorben sind, so gut es geht, zu Helden zu erklären. Ihnen eben das Etikett Repräsentant der französischen Eigenart zu sein, ankleben und daraus lauter Imperative für die lebenden Franzosen zu ziehen. Der eine Imperativ, klar, war jetzt schon gesagt, ist dieses den Alltag als Widerstandsakt auffassen. Und der andere Imperativ ist natürlich, wir müssen unsere Lebensart verteidigen. Und das ist als allererstes die Aufgabe des Staates. Ja, diese Umkehrung, nicht der Staat ist das Erste, diktiert den Menschen Lebensverhältnisse. Und führt seine Ziele aus, sondern umgekehrt, die Menschen werden gedacht als vorstaatliche Franzosen, als Menschen, die vorstaatlich einen gemeinsamen Lebensentwurf leben. Und der Staat kommt dann rein als Hilfsmittel zum Schutz dieser vorstaatlichen Gemeinschaft. Und was soll die machen? Die soll den Terror bekämpfen. So, das war jetzt die Abteilung, die Deutung der Sache.
Jetzt kommt die Antwort, also mein dritter Punkt. Erster war die Sache, das Ereignis, der Anschlag. Zweitens die Deutung. Drittens die Antwort. Die Antwort der französischen Regierung heißt Krieg. Krieg gegen den islamischen Staat in Syrien und Irak. Übrigens immerhin lustig, ne? Der Anschlag ist von lauter Franzosen ausgeübt worden. Ja, es war eigentlich eine innere Angelegenheit, wenn man mal blöd reden will. Es waren französische Staatsbürger, die auf französische Staatsbürger geschossen haben. Weil sie sich zum IS bekennen, die Täter, ist die Sache eine internationale Affäre und Frankreich sagt, man muss den IS bekämpfen. Der französische Staat liest die ganze Geschichte nämlich gleich ganz umgekehrt. Er lässt sich ideell, ideologisch, lässt er sich von seinem Volk den Auftrag zur Verteidigung der französischen Lebensart erteilen. Aber wie er die Sache dann sieht, ist die Umkehrung. Er sieht in den angegriffenen Franzosen seine eigene Machtvollkommenheit angegriffen. Dass im eigenen Land solche Anschläge möglich waren, dass es den Attentätern gelungen ist, unentdeckt in ihre Schusspositionen zu kommen und ihr Unheil anzurichten. Das betrachtet der französische Staat als, ja, als Beschädigung seiner Machtvollkommenheit. Und ab dann heißt Verteidigung, Verteidigung der eigenen Machtvollkommenheit dieses Staates. Eine europäische Großmacht sieht in 130 Toten Landsleuten eine Missachtung der Rolle, die sie in der Welt spielt, und sieht sich herausgefordert, diese Rolle, die sie in der Welt spielt, wiederherzustellen oder klarzustellen. Mit dem Schutz der Bürger. Also Verteidigung unserer Lebensart. Aber man merkt ja auch, in Frankreich hat sich auch kaum einer aufgeregt und gesagt, hey, wir haben vom Staat den Schutz der Bürger gewollt und nicht einen Krieg im Nahen Osten. Die Leute haben das schon richtig verstanden, wenn die französische Eigenart verteidigt werden muss. Dann ist was anders angesagt als französisches Leben. Mit Schutz der Bürger hat die Verteidigung des Staates dann nichts mehr zu tun. Oder anders ausgedrückt, mit dem Schutz der Bürger hat es bloß noch so viel zu tun, als die Sicherheit der Bürger einfach die abhängige Variable der Unangreifbarkeit der französischen Macht ist. Nur als Nebeneffekt eines unbezweifelbaren Machtmonopols des französischen Staats ist der französische Bürger sicher. Wenn dieses Machtmonopol bezweifelt wird, praktisch in Zweifel gezogen wird, weil welche sich nicht dran halten, dann heißt Sicherheit der Bürger herstellen, den Krieg durchstehen, der angesagt ist, wenn die französische Machtvollkommenheit wiederhergestellt werden muss. Diese Selbstbehauptung des französischen Staates hat dann auch eigene, ganz eigene Gesichtspunkte, die zum Teil mit dem IS überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und mit einer Berechnung auf die Schonung der Bürger einfach überhaupt, damit kann man es überhaupt nicht mehr in Beziehung bringen. Schauen wir uns jetzt also die Verwirklichung der Antwort durch den französischen Staat an. Also schauen wir, was macht er jetzt praktisch? Das erste Eigentümliche ist, ich weiß nicht, war ich Französisch richtig? Ah, es muss ja nicht Französisch sein. Der Präsident sagt, jetzt sind wir im Krieg. Und eine eigentümliche Geschichte ist, man möchte fragen, wieso eigentlich erst jetzt? Die französische Air Force hat die ganze Zeit schon im Irak bombardiert.
Aufstellungen des IS geschossen. Es ist überhaupt nicht erst jetzt. Aber Frankreich sagt, jetzt sind wir im Krieg, so im Sinn von quasi bisher, das war eine Sache mit der linken Hand, das hat man halt so mitgemacht. Das war ein Teil der Außenpolitik, aber nicht Krieg, nichts, was wir für essentiell oder existenziell für unser Land halten. Jetzt ist es existenziell. Der IS muss fertig gemacht werden. Vorher soll er ja auch schon fertig gemacht werden durch französische Bomben. Jetzt wird sich auf den IS bezogen als unerträgliche Macht im Nahen Osten. Und dabei muss man auch wieder aufpassen, dass man ein bisschen was sortiert. Dass dieser IS in seiner religiösen Mission überaus brutal und barbarisch ist, ist seit ein paar Jahren bekannt. Dass sie in eroberten Gebieten große Teile oder Teile der Bevölkerung einfach Massenmorden, dass sie Frauen versklaven, dass sie Leute vor die Alternative stellen, sich zu konvertieren oder umgebracht zu werden, dass sie gewisse Geiseln, welche die sie für Repräsentanten des Westens halten, vor laufender Kamera köpfen. Alles das ist bekannt und schon eine ganze Weile unterwegs. Moralisch ist er schon lang verurteilt, aber praktisch hat der IS in der Vergangenheit eine Art Staatsgründung hingelegt. Und zu Staatsgründungen pflegen sich andere Staaten außenrum und die Weltmächte immer sehr taktisch zu stellen. Da fragen alle Beteiligten mehr, was kann man da draus machen? Denkt man mal zurück, weiß nicht, wer sich noch gut erinnern kann oder wer da damals noch eine Zeitung gelesen hat. Es ist jetzt keine 20 Jahre her, dass die Jugoslawienkriege waren. Ja, Zerfallskriege eines europäischen Staates. Die Serben waren die eine Partei, Kroaten, Slowenen, dann Herzegowina und so die andere Partei. Und die haben sich einen Krieg geliefert, um, wir wollen nicht mehr Jugoslawien sein, sondern selbstständig. Und die Serben haben gesagt, doch, ihr sollt noch Jugoslawien sein. Und Jugoslawien wird unter serbischer Führung zusammengehalten. Das war der Krieg. Alle Welt außenrum, allen voran die Deutschen, haben gesagt, was kann man da draus machen? Deutsche Außenpolitik hat sich ganz schnell als, wir sind die Schutzherren der Selbstständigkeit der Unterrepubliken. Haben einfach den Separatismus gefördert. Nicht so grundsätzlich anders haben sich die Weltmächte oder die angrenzenden Mächte auf den IS bezogen in den ersten Jahren seines Großwerdens. Die Vereinigten Staaten haben dem IS, dem Großwerden des IS eine Weile zugeschaut. Sogar die Bedrohung der Hauptstadt des Irak, also Bagdads, die Bedrohung Bagdads zugelassen, weil sie darüber die irakische Regierung zu einer Kursänderung zwingen wollten. Die anderen Nachbarn, die Türkei, fand den IS durchaus als eine ausnutzbare Macht in ihrem Kampf gegen die Kurden, in ihrem Kampf gegen den Assad. Die Saudis fanden den IS nicht nur geistesverwandt, was den wahhabitischen Islam betrifft, sondern die Saudis fanden den IS auch nützlich in ihrem Kampf um die Vormacht in Syrien und damit gegen den Einfluss, den der Iran über die Hisbollah und die Schiiten auf die Region ausübt. Also alle möglichen Anrainer haben mit dem IS durchaus auch was anfangen können. Sie haben sich auf den bezogen, wie sich Staaten auf fremde Staatsgründungen halt beziehen. Richtet sich das gegen mich oder kann ich es ausnutzen? Und da ist man gegen Krieg gar nicht einfach grundsätzlich negativ eingestellt,
sondern manchmal ist ein Krieg ganz nützlich. Man fördert sie. Die Türkei hat ihnen Waffen zukommen lassen. Die Türkei hat sich selber als Rückzugsgebiet des IS angeboten. Frankreich tritt jetzt an und sagt, diese Stellung muss sich aufhören. Warum? Weil der IS Frankreich angegriffen hat. Und da ist auch echt was dran. Der IS hat eine Schwelle überschritten. Er hat die Gewaltordnung der Welt nicht mehr anerkannt. Nicht bloß die Gewaltordnung seiner Region, in der er sich einmischt und breit macht, sondern die Gewaltordnung der Welt. Weltmächte greift man nicht an. Der missachtet quasi die Hierarchie der Staaten. Da hat er eine Schwelle überschritten. Er, mal anders ausgedrückt, der IS verletzt die machtmäßige Asymmetrie, die sich in der Welt heute gehört. Dass Frankreich auf irakischem und syrischem Gebiet mitbombt, ist eine Sache. Dass der IS in Frankreich bombt, ist absolut unerträglich. Und das kennzeichnet den IS auch als ein Machtgebilde, dem man jetzt das Etikett Staat nicht mehr, vielleicht haben wir es nie wirklich, aber egal, jedenfalls jetzt als ein Machtgebilde, dem man das Etikett Staat nicht zubilligt. Ein Machtgebilde, das die Hierarchie der Welt nicht anerkennt, das nicht weiß, dass man höchstens gleichrangige Mächte angreift, aber doch nicht welche von ganz anderem Kaliber. Das ist ein Fremdkörper in der Weltordnung, der nicht geduldet werden kann. Ein Fremdkörper, der eben auch damit zeigt, dass er gar nicht wirklich kalkuliert wie eine Staatsgründung. Denn Staatsgründer normalerweise sind schon Gewalttypen. Und ihr Barbarei, und in Sachen Barbarei schenken die sich in der Regel nichts. Da haben sich auch die Kroaten und die Serben nichts geschenkt in dem jugoslawischen Krieg. Ob das schlimmer war, als was der IS macht, oder weniger schlimm, da möchte man gar nicht drum rechten. Aber die Kalkulation, die macht der IS nicht mit, die sich gehört. Nämlich, anlegen tut man sich mit Mächten, mit denen man, die auf der gleichen Ebene stehen, und man sucht sich Hintermänner, man sucht sich Patrone, man sucht sich Mächte, die einen protegieren, aber der IS legt sich mit allen an. Dieser Tage habe ich in der Zeitung gelesen, der IS macht sich alle zum Feind und das wird sein Ende sein. Ja, das ist die Bemerkung, der kalkuliert ja gar nicht. Und da ist auch was dran, weil dieser IS, da müssen wir vielleicht ganz am Schluss nochmal drüber reden, weil dieser IS eine Art unbedingten Krieg führt. Einen, der gar nicht auf die Eroberung einer relativen Machtposition, die man dann anerkannt kriegen will von den anderen Mächten, zielt, sondern was Unbedingtes verfolgt. Und das ist ein Fremdkörper, den lässt sich die gewaltsame Weltordnung unserer Welt, in der der Westen eben den Ton angibt, nicht gefallen. Deswegen ist der Krieg gegen den IS auch was anderes als ein Krieg gegen andere Staaten. Bei anderen Staaten zielt die Benutzung staatlicher Gewalt, staatlicher Zerstörungsmittel auf eine Kalkulation der Gegenseite. Man macht dem Staat seine Mittel kaputt, macht ihm sein Volk kaputt, aber alles mit dem Ziel, der andere Staat soll kapitulieren. Er soll einsehen, dass er sich der Übermacht unterordnen und unter den von der Übermacht diktierten neuen Bedingungen mit der Macht, mit der neuen Macht und der ganzen Welt wieder neu ins Geschäft kommen muss. Nochmal, normaler Krieg zielt auf den Frieden, nämlich auf ein neues Arrangement mit dem Gegner. Der soll einsehen, dass er seinen Willen nicht haben kann, und wenn er seinen Willen dem eigenen, dem übermächtigen Willen der stärkeren Seite unterordnet, dann soll mit ihm wieder Geschäft losgehen, dann soll er wieder diplomatisch anerkannt werden, dann kommt ein Friedensvertrag her und unter den Bedingungen
geht das Geschäft mit dem Staat wieder los. Beim IS, einem Staat, der so nicht kalkuliert oder eine Macht gebildet, das so nicht zu kalkulieren bereit ist, zielt die Bekämpfung auf Ausrottung. Nicht auf, der soll mal einsehen, dass er sich mit dem und dem Territorium zufrieden geben soll und dann soll er Friedensverträge unterschreiben, sondern denen werden Friedensverträge gar nicht erst angeboten. Das ist die Natur des Krieges gegen den IS. Aber im Zug der Verteidigung und Wiederherstellung der französischen Unangreifbarkeit auf der Welt, eigentlich der Verteidigung des französischen Ranges unter den Staaten, des Ranges, den Frankreich angegriffen sieht durch den IS-Angriff, kommen noch ganz andere Gesichtspunkte ins Spiel, die mit dem IS als solche überhaupt nichts zu tun haben. Frankreich ruft den Krieg aus und möchte jetzt gleich Führungsmacht der Koalition sein, die den Krieg gegen den IS führt. Man tritt neben die Amerikaner und sagt, okay, ihr seid da, aber wir sind auch da und wir holen jetzt die Russen ins Boot. Und die Russen sind auch da. Und wir sind der Moderator der großen Mächte, die alle miteinander den IS bekämpfen. Frankreich verbindet also einen Zweck damit. Der hat überhaupt mit Verteidigung gar nichts zu tun, sondern mit Verteidigung des Ranges Frankreich in der Welt. Und zwar nicht nur gegen den IS, sondern am Fall des IS auch gegen seine Konkurrenten unter den großen Mächten. Dann schickt Frankreich seinen Flugzeugträger. Ja, die größte Waffe, die Frankreich hat. Da weiß man nie genau, ist das jetzt ein militärisches Mittel, weil man das braucht, oder ist es die Demo, das ist Frankreich sich schuldig. Das muss ein Land wie Frankreich vorlegen. Das Eigentümliche ist, wenn Frankreich so auftritt, wir sind als die Macht verletzt, die wir sind, da haben die Partnernationen durchaus Verständnis dafür. Also das sagt Deutschland dann mal nicht, ach die Grand Nation, so grand ist sie gar nicht mehr. Ja? Das kann man in Deutschland dauernd hören, wenn es ums Geld geht, um den Euro, um die Stabilitätskriterien. Immer wieder gibt es das, um die französische Arbeitslosenstatistik. Immer wieder gibt es das, die Grand Nation, ja, ja, die Franzosen, immer Grandeur. Aber was ist denn wirklich dahinter? Wenn Frankreich sagt, wir sind angegriffen, und jetzt im Krieg, wir fordern die Solidarität der Partner, dann sagt niemand, nein, sondern sagen sie erst alle ja. In der Dimension der Solidarität drückt sich dann schon wieder aus, wie viel Anerkennung man diesem französischen Bedürfnis zuerkennt oder nicht. Aber zunächst allgemeine Anerkennung. Und da merkt man, was jetzt dann Frankreich für, ich erzähle sie bloß kurz hin, damit man deutlich kriegt, dass das mit Antwort auf den Terror längst nichts mehr zu tun hat. Was Frankreich damit alles verbindet. Frankreich benutzt jetzt die Lage. Es ist beschädigt und hat Anspruch auf die Solidarität seiner gleichrangigen Konkurrenzmächte. In dieser Rolle sagt Frankreich, wir rufen nicht die NATO an, sondern die EU als Verteidigungsbündnis. Und man denkt, die NATO ist das eigentliche Kriegsbündnis des Westens und viel potenter als die EU. Da kommt es dann wieder gar nicht darauf an, dass es der potenteste ist, sondern da kommt es darauf an, dass es die Einheit ist, wo nicht Amerika das Sagen hat. Da ist die ganze Kriegführung gegen den IS ist jetzt dem Ziel unterstellt, Frankreich möchte sich als eigenständige und als Europa führende Macht präsentieren. Frankreich benutzt die Attacken sogar ausdrücklich als Gelegenheit, einmal das Verhältnis zur deutschen Führungsmacht umzukehren. Nicht immer wie jetzt am Fall Ukraine und am Fall Osterweiterung überhaupt und schon gleich am Fall Griechenland den Deutschen die Führung überlassen müssen und als Frankreich letzten Endes den Juniorpartner Deutschlands spielen müssen. Sondern jetzt nimmt Frankreich den Standpunkt ein,
Wenn es um Krieg geht, ist Frankreich die Führungsmacht Europas und Deutschland der Juniorpartner. Und die Gelegenheit wird ergriffen und durchgezogen. Die Gelegenheit wird auch noch dahingehend erweitert, dass man den Deutschen sagt, und übrigens, wenn es um Sicherheit geht, dann könnt ihr euch eure Maastricht-Kriterien an den Hut stecken. Ja? Das, womit Deutschland, Frankreich seit einem halben Jahrzehnt trätzt und nervt, das staatliche Defizit hat unter 3% zu fallen, sonst verletzt Frankreich eben die Defizitkriterien der Eurozone und disqualifiziert sich als Führungsmacht, gerät vielmehr in Gefahr, unter die fiskalische Überwachung Brüssels zu geraten. Und an der Stelle sagt Frankreich, jetzt geht es mal um Krieg. Und wenn es um Krieg geht, dann hat das Geld zurückzustehen. Ja, das ist es euch bekannt, das ist aufgefallen in den Nachrichten. Es war das Argument, der Walz, der Ministerpräsident hat es gesagt. Also, die Sicherheit rangiert höher als die Stabilität der Währung. So, ich mache jetzt an der Stelle mal einen ersten Schluss und will bloß als Zusammenfassung sagen, natürlich bestellt sich ein Land wie Frankreich diese Anschläge nicht und ist nicht froh über die Toten. Aber als Land, als Nation macht der Staat was draus, was mit den Leichen überhaupt nichts zu tun hat. Und dem Volk wird eine Verbindung dazu hergestellt, indem die Opfer der Anschläge selber als Repräsentanten Frankreichs aufgewertet werden. Arme Menschen, die jetzt tot sind, kriegen gesagt, ihr steht für Frankreich und deswegen gehört sich die Antwort. Machen wir einen Punkt an der Stelle. Punkt mehr will ich da gar nicht sagen. Kann später vielleicht noch ein Wort über die innere Bekämpfung des Terrors reden. Aber mir kommt es auf diesen Dreischritt an. Der Anschlag und seine Eigentümlichkeit. Die Deutung und die Antwort. Und alles passt aufeinander wie rote Rüben und Musik. Übrigens, das ist Imperialismus, dass Frankreich als Staat auf einem ganz anderen Rang besteht, beharrt, als andere staatliche und Gewaltsubjekte, mit denen es zu tun hat. Das ist Imperialismus, das ist dieses, die Welt wird gewaltsam beherrscht. Aber gut, ich wollte jetzt erstmal Pause machen und sagen, lasst mal hören, ob es verstanden ist, ob es gebilligt ist und ob es als Ganzes ein Beitrag ist zu den Fragen, die sich auch euch anlässlich dieser Ereignisse stellen. Dass Frankreich jetzt diese Führungsrolle beansprucht in Europa. Naja, eigentlich habe ich das Material dafür schon gesagt. Vielleicht noch einen Ausspruch. Das ist, wenn der französische Präsident sagt,
jetzt steht Frankreich für alle zivilisierten Nationen und führt seinen Krieg gegen den IS ideell im Auftrag aller der zivilisierten Welt. Das ist eine Fassung von so, jetzt sind wir die Führer der zivilisierten Welt, weil wir angegriffen sind, weil wir die Initiative für die Antwort ergreifen. Stehen wir es gleich sogar für mehr als bloß für Frankreich? Das ist ein Moment, wo man sagen könnte, da wird diese Formel ausgesprochen. Und ist das nicht mehr rhetorisch? Das ist rhetorisch. Das ist rhetorisch. Aber ich denke an Tatsachen. Ist da ja. Nehmen wir es, naja, man muss vielleicht zwei Sachen trennen dabei. Rhetorisch hat bei einem Staat nicht einfach den Charakter mal so hingesagt. Sondern rhetorisch hat dann schon auch den Charakter, das ist ein Anspruch, den wir erheben und den wir jetzt gegenüber dem Rest der Welt, ja, für den wir gegenüber vom Rest der Welt Respekt einfordern. Das hat schon eine Bedeutung. Das Zweite ist, und dem folgen ja Taten. Und die Tat, da habe ich jetzt aber schon ein bisschen was erzählt dazu, die Taten waren, Europa in die Pflicht nehmen, die Verteidigung Frankreichs oder in die Pflicht nehmen, die Verteidigung der europäischen Lebensart an der Seite und als Helfershelfer Frankreichs mitzutragen. Das ist schon eine Forderung. Das Dritte mit Führung, aber auch davon habe ich vorhin schon geredet, geht auf sich als eigenständig handlungsfähige Kriegsmacht präsentieren und sowohl die Amerikaner wie die Russen im Nahen Osten auf sich verpflichten wollen, indem man sagt, wir können mit den Russen, das können die Amerikaner nicht gut, weil die Amerikaner die Russen als Macht klein machen wollen, klein haben wollen. Wir können mit den Russen, wir machen mit den Russen ja eine Waffenbrüderschaft aus. Ja, bis dahin, dass Putin dann gesagt hat, unsere Kriegsschiffe und unsere Offiziere sollen die französischen Militärs als Verbündete behandeln. Und Frankreich zugleich mit Amerika im Geschäft bleibt. Ja, da präsentiert sich Frankreich als die Macht, die diese moderieren will. Dazu gehört dann auch, Assad, muss Assad weg, muss Assad nicht weg. Das, der ewige Streit der imperialistischen Einmischungsmächte in Syrien. Russland sagt, Assad ist der legitime Repräsentant dieses Staates, abwählen kann ihn nur das deutliche Volk. Die Amis sagen, der muss weg. Was sagt Frankreich? Frankreich sagt, eigentlich muss er weg. Aber so schnell vielleicht nicht. Und vielleicht kann man erstmal den Kampf gegen den IS wichtiger nehmen, an die erste Stelle setzen und die verschiedenen und sehr gegensätzlichen Machtinteressen der Großmächte in Syrien hintansetzen, bis der IS geschlagen ist. Also in der Hinsicht ist Frankreich bemüht, Führung zu übernehmen. Das ist jetzt wieder zu unterscheiden von der Frage, kriegt Frankreich die Führung da auch? Ja? Letzteres ist eine Frage, die ist wieder mit dem Anspruch erheben nicht erledigt. Also insofern, so verstehe ich auch dann das Bedenken. Das soll bloß heißen, nur rhetorisch will ich nicht sagen als bloß Gequatsche, sondern das ist ein Anspruch und für den Anspruch wird was getan. Aber ob man den Anspruch als eine Staatsmacht durchsetzen kann bei den konkurrierenden anderen Großmächten. Ja, das hängt davon ab, welche Waffen man ins Spiel bringen kann. Das hängt davon ab, wie kriegsentscheidend die eigenen Beiträge dann sind. Wie wenig die anderen um die eigene Macht herumkommen. Und da erweist sich immer noch Amerika als die Macht, um die keiner herumkommt. Aber hat doch Frankreich alles dafür getan, da nichts zu unterlassen, wenn es am selben Abend, als die Anschläge stattgefunden haben, nicht einen Brief nach Brüssel schreibt und sagt, dass die Lage sei gefährlich und die Partner mögen sich darauf einlassen, dass Frankreich die Lage so und so sieht, sondern am selben Abend schickt es für jeden Toten ein Flugzeug nach Syrien und es Bomben abwerfen. So setzt ein imperialistischer Staat, der Führung übernimmt, Fakten, um die anderen schon gar nicht mehr herumkommen.
Ja, er setzt Fakten, das kann man absolut sagen. Er setzt Fakten und er fragt auch niemanden, ob er das darf oder ob es den anderen recht ist, ob sie mitmachen wollen. Das ist alles richtig. Ob sie um die Fakten herumkommen, hängt wieder an der Wucht dieser Fakten. Ja. Ja. Denke ich allein an die Religion, dann ist jede Religion intolerant und jede Religion, wenn sie praktische Herrschaft will, mörderisch. Das hat das Christentum lang genug auch gekonnt. Einerseits. Andererseits denke ich an die Religion als den Glauben an einen Höchsten, der über dem wirklichen Staat steht. Dann kann ich sagen, die Religion kann sich mit jeder Obrigkeit arrangieren. Den Satz, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Trenn die Bereiche der Geltung der Religion. Den kann ein Moslem genauso gut lernen wie ein Christ. Also, wenn also die Religion wirklich politisch wird, dann ist ein politisches Urteil über die Weltlage impliziert und nicht einfach eine Religion, nicht einfach eine Glaubensfrage. Das ist eine wichtige Überlegung. Was meinst du denn mit politisches Urteil? Meinst du, dass es worüber geurteilt wird? Aber der Gehalt beim IS, also er macht doch nichts anderes, als dann die Welt in Gläubige und Ungläubige zu scheiden. Natürlich anlässlich politischer Machenschaften, selbstverständlich. Weil er ja umgekehrt auch seine Gegner, die ihrerseits gar nicht aus Glaubensgründen den Nahen Osten zur Ölversorgung des Westens hergerichtet haben, selber bloß religiös auffasst, also als Ausdruck einer Gesinnung und eben einer feindlichen. Das habe ich gemeint mit, da ist ein politisches Urteil unterstellt. Also das verstehe ich, was meinst du dann? Also ja, praktisch meine ich, die sind nicht bloß der Meinung, die anderen beten falsch, sondern die sind der Meinung, die anderen machen uns kaputt. Die machen uns arm, die verhindern unsere Entwicklung. Oder die zwingen uns Entwicklung auf, wo wir gar keine Entwicklung brauchen können. Die sind der Meinung, die anderen tun uns in den materiellen politischen Hinsichten ein Unrecht. Und das wird verstanden als Ausdruck der falschen Gesinnung. Okay. Und nur wenn man die Kombi macht, wird die Religion politisch. Ich kann es noch einmal von ganz anderen Eck her aufrollen, aber das ist dann wieder eine andere Variante. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt überhaupt soll. Nein. Überlegen wir doch lieber mal noch ein bisschen an dem rum, was uns hier aufstößt. Der IS sagt, er will den Glauben, er will, da haben wir übrigens einen Artikel von einem Jahr ungefähr gemacht, wo man diese Rede von dem al-Baghdadi, wie sie Mosul erobert hatten, ein bisschen analysiert haben. Er will dafür sorgen, dass die Moslems wieder mit erhobenem Haupt durch die Welt laufen können. Er will dafür sorgen, dass den Moslem jeder ehrt. Da merkt man, was die als Schadensdiagnose auffassen. Alles, was sie an Unterentwicklung, an Armut, an Schädigung ihrer Weltregion kennen, fassen sie als Missachtung der Moslems auf. Und dann gilt ihr Krieg der Wiederherstellung der Ehre der Moslems. Also auch in der Hinsicht meine ich, das ist eine politische Diagnose, die als
Ja, quasi wie wenn Frankreich sagt, die Attentäter bekämpfen unsere Lebensart. Genauso sagen die IS-Leute, der Westen bekämpft unsere Lebensart. Und was sie jetzt machen ist, sie verteidigen ja, die Selbstachtung, die sie für ihre Lebensart empfinden. Und denken sich, sie sind mit der ganzen Welt im Krieg, weil die ganze Welt den Moslem verachtet. Man merkt, der Gedanke ist gar nicht so viel anders als der Gedanke, wenn der Westen sich ein Feindbild macht. Der Unterschied ist bloß, beim Westen ist ein materielles Staatsinteresse, die Welt benutzen dahinter. Und dort ist es nichts wie die Negation dessen, dass man die Übermacht der anderen Seite gelten lässt. Also es hat was Idealistisches, was die treiben. Weil es eigentlich dann wirklich das Opfer des wirklichen Lebens für die Ehre ist. Ja, die sagen, sie wollen einen Weltstaat des Islam errichten. Aber tatsächlich ist es doch ein Angriff aus absoluter Ohnmacht raus. Wenn der Krieg mit Selbstmordattentätern geführt wird, dann zeigt es schon, dass die Mittel, die Macht der anderen Seite wirklich anzugreifen, nicht existieren. Ja, dann muss man mal den Obama hören, wie der drüber redet. Der hat jetzt bei dieser State of the Union Message da von vor 2-3 Tagen hat er gesagt, naja, der Islamische Staat, eine ernste und schlimme Bedrohung für Privatmenschen ist er schon. Aber unsere Staaten gefährdet er nicht. Ganz lustig, merkt man auch, das ist die Zurückweisung dieses französischen Gewichts, das der da dem gibt. Und er will halt sagen, er lässt sich nicht in einen unbedingten Krieg mit diesem Gewaltsubjekt reinziehen. Und da macht er die Sache auf einmal klein und sagt, ja, ja, Privatleute können die schon umnieten, aber an die staatliche Macht reicht es doch nie und nimmer ran. Er hat sogar den Satz gesagt, wenn alle Welt sich empört, ganz merkwürdig für so einen Präsidenten, alle Welt empört sich über die Brutalität und Inhumanität und sagt, das verlangt eine Antwort, sagt der Präsident. Naja, wenn Menschen meinen, sie wollen sich umbringen, dann können sie dabei ziemlich viel Unheil anrichten. Ja, der zeigt am Selbstmordattentat, gegen das kann man sich nicht gut wappnen, gegen Selbstmordattentat. Und die können Unheil anrichten, aber ist ja durch ihr eigene Auslöschen. Also warum erzähle ich das? Das war jetzt bloß ein Beitrag. Der amerikanische Präsident charakterisiert die Natur der Herausforderung, die der IS ist. Und das charakterisiert ein bisschen den IS, der selber gar nichts anderes als die supergewaltsame Verteidigung einer muslimischen Lebensart, die selber schon untergehen sehen, ist. Einer muslimischen Gemeinde, von der sie selber schon erleben, dass es sie nicht mehr gibt. Deswegen gilt der IS ja auch als Bedrohung für die Moslems selber. Der will denen ein Gemeindeleben aufzwingen, das die meisten Moslems heute selber gar nicht mehr praktizieren. Ich habe jetzt noch eine Frage, gerade im Kontext von dem, dass Obama die so runterspielt. Du hast ja auch vorhin gesagt, das Ganze hat eine neue Qualität bekommen mit dem Angriff auf Paris, weil sich die Staaten oder insbesondere da Frankreich angesehen hat oder die Weltordnung und insbesondere die Hierarchie der Staaten angegriffen gesehen hat. Aber die fliegen doch jetzt schon Bomber seit anderthalb Jahren da und die hat ja vorher schon auch was dran gestört. Und könntest du mal ein bisschen was dazu sagen, was die getrennt von dem, dass die jetzt ihre Macht für eine
angegriffen gesehen haben, was die vorher an dem IS gestört haben, weswegen sie nicht, wie die arabischen Nachbarn da spekuliert haben, ja vielleicht könnte man mit dem was anfangen oder nicht. Das hieß ja von Anfang an gleich, die sind die Barbaren und die muss man eigentlich umbringen, mit denen kann man nicht reden. Der Krieg, den Amerika gegen den IS schon länger führt und eine Koalition schmiedet, wo dann alle möglichen Staaten, unter anderem auch Frankreich, schon länger dabei waren. Ne? Der Krieg hat was Eigentümliches von den Amis oder von dieser ganzen westlichen Koalition aus. Es ist ein Krieg, von dem die jetzt wieder quasi geradezu prinzipiell auf der Asymmetrie beharren. Ja, wir bombardieren dort, aber Boots on the ground kommen nicht in Frage. Und zugleich sagen amerikanische Militärs und alle anderen auch, wirklich schlagen kann man den IS nicht, wenn man keine Soldaten, wenn man den Krieg nicht wirklich auch am Boden führt. Von Amerika aus hat es richtig die Formel gehabt, ja, wir dämmen den ein. Verbunden mit dem Gedanken, und dieses Machtphänomen wird noch 10 Jahre im Nahen Osten rumwesen. Also richtig mit dem Argument, so furchtbar eilig mit dem Kaputtmachen, davon haben wir es nicht. Wir tun genug dafür, dass der sich nicht etablieren und immer solider werden kann. Aber wir sind nicht wir sehen uns von dem nicht so weit herausgefordert, dass wir es nötig finden, ihn von der Erdoberfläche zu tilgen. Und diese Art ist in Amerika und zur Jahreswende auch ein bisschen in die Kritik geraten. Da hat Obama immer gesagt, ja, wir dämmen den ein. Und dann hat es Politiker in den USA gegeben, im Gefolge der französischen Anschläge, die gesagt haben, ewig bloß eindämmen geht nicht. Man muss das Ziel sich setzen, den zu zerstören, den IS. Und dann hat der Obama quasi das konzidiert und gesagt, okay, langfristig muss die Zerstörung rauskommen. Aber seine Strategie geändert hat er deswegen nicht. Also das, man merkt, Feind waren die ganze Zeit, aber eigentlich ein Feind, den man, dessen Vernichtung man nicht dringlich findet. Umgekehrt, den man benutzt, da ist auch der Artikel, von dem ich jetzt gerade geredet habe, von vor einem Jahr nützlich dafür, den man benutzt, um die Mächte vor Ort, also um die Saudis und die Türken und alle anderen, praktisch in die Pflicht zu nehmen, wenn ihr euch von dem bedroht fühlt wie wir. Nein, wenn ihr euch von dem bedroht fühlt, oder noch anders. Ihr kalkuliert mit dem. Manche halten ihn für den Feind, manche halten ihn für eine benutzbare Größe. Wir sagen, er ist der Feind der zivilisierten Welt, und wir führen eine Koalition an, die dafür sorgt, dass aus dem nichts Gescheites wird. Aber kaputt machen müsst ihr ihn. Und da hat Amerika richtig die Bedrohung, die der IS für die Anrainerstaaten ist, und er ist ja eine, die hat er richtig benutzt, um die Anrainerstaaten zur Aktivität, also zu kriegerischen Beiträgen gegen den IS zu nötigen. Ganz auffällig beim Irak selber, aber auch bei den Saudis. Also das ist eine bedrohliche Größe für euch. Das muss euch nötigen, selber den Krieg zu führen. Auf der Seite des IS darf sich niemand offiziell engagieren. Dann ist er ein Feind der Weltgemeinschaft. Dann steht die Koalition gegen ihn. Aber die Bekämpfung müssen eigentlich die dortigen leisten. Die richtige, die eigentliche. Und im Grund geht ja Frankreich mit seinem Bombenkrieg auch darüber nicht hinaus. Ja, jetzt wird das Bombardieren intensiviert. Und die Russen bombardieren ihrerseits. Jetzt bombardieren 3 große Mächte. Und die Briten sind irgendwo auch dabei. Und die Deutschen haben Tornados, wo sie immer rausfinden, wo man hin bombardieren könnte. Aber den Übergang, das muss man klären und sich selber hinsetzen. Wollen sie alle nicht.
Da merkt man, das ist halt, in Wahrheit ist es dann doch keine so große Herausforderung. Es ist mehr die Beleidigung des Status Frankreichs, als dass Frankreich wirklich als Macht an Kopf kleiner gemacht worden wäre oder irgend in einer Dimension kleiner gemacht worden wäre durch die Angriffe. Wenn es gar keine Beiträge und kein Redebedarf mehr gibt, dann mache ich noch einmal einen Blick auf die innere Bekämpfung des Terrors. Der französische Staat hat jetzt nach Ihnen natürlich ganz schnell... Gibt es eine Meldung? Nein. Der französische Staat hat nach innen natürlich ganz schnell, ich sage natürlich, er hat ganz schnell Konsequenzen gezogen und als allererstes natürlich mal überall Polizei und Militär an den U-Bahn-Aufgängen, in den großen Plätzen, in den Bahnhöfen aufmarschieren lassen. Er hat dann 0, nix die Verfassung erst außer Kraft gesetzt, dann umgeschrieben. Damit die Polizei und die Geheimdienste alles das dürfen, was er für nötig findet. Und alles das sollen und dürfen die Bürger als, naja, das macht der Staat eben, um weitere Anschläge zu verhindern und um uns zu schützen. So dürfen sie es verstehen. Tatsächlich gilt auch nach innen, dass der Staat erstmal sein Gewaltmonopol durch das Auftreten einer unkontrollierten, feindseligen Gewalt herausgefordert und beschädigt sieht und dass sein Bemühen der Wiederherstellung und der Lückenlosigkeit des eigenen Gewaltmonopols dient. Der Schutz der Bürger ist, wenn dann das Abfallprodukt der Lückenlosigkeit der staatlichen Kontrolle. Aber es ist nicht so, dass die staatliche Kontrolle nichts anderes zum Zweck hat als den Schutz der Bürger. Das zivile Leben wird dem Sicherheitsbedürfnis des Staats untergeordnet. Und da zeigt der Staat in diesem Bemühen oder in diesem internen Krieg gegen die Volksteile, die sich gewaltmäßig erheben, und für einen unfranzösischen Zweck schießen. Da zeigt der Staat, worauf der ganze Frieden und worauf die ganze liberale Ordnung beruht. Worauf die ganze Freiheit beruht, die Bürger genießen. Auf der Lückenlosigkeit und Unbezweifeltheit der staatlichen Kontrolle über die Bürger. Das finde ich ist mal eine ganz interessante Entdeckung. Man denkt, wir leben in einem liberalen Staat und das tun wir ja auch. Aber liberal ist er dann und deswegen und genauso lange, wie keine autonome Gewalt sich irgendwo regt. Wenn sich da was regt, dann wird deutlich, dass die ganze Liberalität bloß das Legersein dann ist, wenn Bezweiflungen der Staatsmacht nicht existieren. Existieren sie, kommt immer die Kontrolle zuerst und dann erst die Freiheit. Das heißt, Freiheit ist dann das, was übrig bleibt, wenn die Kontrolle komplett ist. Da merkt man auch, da dreht sich's dann auch um. Der liberale Staat, wenn er das Recht durchsetzt, ist durchaus geduldig und wartet aufs Verbrechen. Ja, erst das Verbrechen, dann kommt die Polizei und ermittelt und dann erst kommen die Richter und sagen, gut, das wird jetzt sanktioniert. Der Staat lässt den Rechtsbruch zu, ehe er ihn sanktioniert. Gibt es aber im Land eine politische Richtung,
oder gar eine Richtung, die Gewalt benutzt für ihre Zwecke, dann ist der staatliche Zweck ein anderer. Dann wartet er nicht mehr auf die Tat und sagt, hinterher kommt schon der Richter, sondern dann hat die staatliche Kontrolle den Zweck, die Tat im Vorfeld zu verhindern, den unerlaubten Gewaltgebrauch zu verunmöglichen. Und letzteres ist nur mit Totalkontrolle zu haben. Ja, wie verhindert man... Ja. Ich fand das insofern ein bisschen einseitig, weil ich das mitbekommen habe, auch das ist ein deutlicher Wunsch wirklich der Bevölkerung. Ne? Die ist auch wirklich der Meinung, weil durch mehr Polizei und Militärpräsenz sind wir jetzt wieder sicher, weil vielleicht noch ein Anschlag folgen kann. Ja. Und das jetzt nur sozusagen den Wille des Staates zu sehen, die Kontrolle auszuweiten, glaube ich, ist insofern ein bisschen zu einseitig, vor allem weil da, glaube ich, auch die Präsenz gerade bei den Vorstädten von Paris mehr wäre, wo wir alle paar Monate die Riots irgendwie abgehen, als jetzt eben eher in Kaffeestraßen und weiter, wo es eigentlich immer ruhig ist, so, sozusagen. Wo es kein, vielleicht weiß ich nicht, Potenzial der Gesellschaft gibt, irgendwie Aufstand oder irgendwie quasi sich irgendwelche Freiräume zu schaffen. Fand ich das ein bisschen zu einseitig irgendwie und auch nicht so zutreffend. Also sicher spielt es damit rein auch. Das ist vielleicht irgendwie ein Ereignis, was irgendwie auch irgendwo praktisch ist für manche Motive, aber. Also ich wiederhole mal den Einwand, dass ich ihn richtig verstehe. Das Hauptargument war, es ist doch echt ein Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und nicht einfach der Standpunkt der Staatssicherheit. War das der Gedanke? Beziehungsweise zu glauben, dass man jetzt, also die Bevölkerung glaubt schon zum Großteil, wir brauchen jetzt hier Sicherheitskräfte. Das glaube ich ja. Die glauben das. Und ich möchte ein bisschen sagen, und ich möchte eigentlich drüber reden, was sollen wir von dem Glauben halten? Sollen wir uns dem anschließen oder sollen wir den Glauben kritisch besichtigen? Das auf jeden Fall. Das ist die Frage. Also das ist die Frage, die ich. Ich will nicht bestreiten, dass die das glauben. Ja, das ist, will ich gar nicht bestreiten. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass durch eine viel höhere Präsenz irgendwie, also dass sie so nötig war. Aber sie haben doch eher darauf abgezielt, dass die Präsenz nicht da war. Also das war die Präsenz letztendlich nur da war, die Bevölkerung sozusagen weiter kontrollieren zu können. Nein, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich will gar nicht sagen, dass der Zweck jetzt der wäre, die Bevölkerung, die sowieso brav ist und das französische Leben lebt und seinen Geschäften nachgeht, wie sich's gehört, die speziell unter Kontrolle zu nehmen. Das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist eindeutig, den Teil der Bevölkerung, der ja sich gar nicht richtig als Teil des französischen Volkes fühlt, sondern als unterdrückte Minderheit, die sich gewaltmäßig zur Wehr setzt, die sich gewaltmäßig ja, Respekt verschafft, wie eben diese Dschihadisten, um die rauszufinden aus der Gesellschaft, um zu verhindern, dass, wenn man schon weiß, wer sie sind, dass die auch zur Aktion schreiten. Dazu muss man lückenlos kontrollieren. Das ist das so. Und jetzt ist die lückenlose Kontrolle über die Gesellschaft ist die Bedingung der Sicherheit. Das war jetzt meine Rede. Ich wollte nicht sagen, es geht darum, den normalen, braven Franzosen auszuspionieren. Nein, wenn, dann müsste man umgekehrt sagen, sie müssen jetzt schon, also Frankreichs Sicherheitsbedürfnis spioniert den normalen, jedenfalls wenn er ein Muslim ist, den normalen, braven, muslimischen Franzosen aus, um rauszufinden, ob der ein möglicher Schläfer ist, der nächstens zuschlägt, oder doch bloß der brave Moslem. Ja. Ja. In dem Zusammenhang kann man ja zynisch schon sagen, dass die Anschläge wahnsinnig hilfreich waren. Weil also dieses Interesse hat der französische Staat wahrscheinlich sowieso seit jeher gehabt, wie jedes Staat, das auf seinem eigenen Gebiet hat, diese Art Sicherheit durchzusetzen. Und die Anschläge haben ja schon zu einer geeinten Öffentlichkeit geführt, wo sich jetzt tatsächlich keiner mehr hinstellt so richtig und irgendwie eine Gegenöffentlichkeit aufbaut, die eben eine Verfassungsänderung unmöglich macht oder zumindest in der Öffentlichkeit breit kritisiert. Es ist
wird ja anscheinend irgendwie, ja, geht ja durch, ne? Also die französischen Behörden können jetzt eben durchgreifen, wie sie es gerne wollen. Und das Militär kann eben überall hingestellt werden. Ja, das ist sicher, die zweite Hälfte ist sicher zu billigen. Die sehe ich voll ein, ja? Das ist jetzt, diese ganzen Verschärfungen der Gesetze und die Kontrollmaßnahmen gehen jetzt ohne Widerspruch durch. Und auch bis weit in die linken Parteien hinein, die immer gegen sowas gewesen waren, hält man jetzt den Mund bei sowas. Das ist richtig. Bloß den einen Satz, die Anschläge waren nützlich, weil sie dem Staat quasi den Vorwand liefern, das zu tun, was er immer schon will. Da habe ich Zweifel. Nützlich im Sinne von hilfreich dabei. Also, man kann es halt verwerten dazu. Die Seite verstehe ich ja. Die Seite, das will er immer schon. Das ist die Frage, ob man an der mitmachen soll. Das will er, sobald er die Bedrohung irgendwo empfindet. Richtig, genau so. Sobald er die Bedrohung empfindet. Und der moderne bürgerliche Staat hat nicht das Bedürfnis, immer totalere Kontrolle durchzusetzen, sondern umgekehrt, er setzt die Bravheit seiner Bevölkerung, dass die alle kapitalistische Konkurrenzsubjekte sind, Geld verdienen wollen und sich an diese Regeln halten, das setzt er voraus. Sei Frieden, auch sei Liberalität, beruht darauf, dass er sich darauf auch weithin verlassen kann. Dass die Bürger den Staat akzeptieren als den Rahmensetzer ihrer Konkurrenz. Nur wenn er auf Kräfte stößt, die sich dieser Logik nicht unterordnen, dann wird auf einmal deutlich, worauf die ganze Liberalität beruht. Nämlich auf der Lückenlosigkeit dieser Unterordnung. Nur das wollte ich sagen. Ansonsten, es ist nicht so, dass unser Staat oder der französische dauernd danach lurt, ob er nicht was verschärfen könnte. So ist es nicht. Sondern wenn die ihren Laden in Ordnung haben, dann sind die ganz zufrieden, dass er in Ordnung ist. Nur, was heißt in Ordnung sein? Es heißt, dass im Grund das ganze Volk nach diesen Regeln spielt und dass niemand, jedenfalls nichts, was halbwegs als Macht auftreten kann, das prinzipiell in Frage stellt. Wenn das aufkommt, dann erweist sich der Staat als eine Gewalt, die erst ihre eigene Lückenlosigkeit verteidigt, ehe es an irgendwas anders geht. Okay. Meinst du, dass mit der Lückenlosigkeit verteidigt? Wenn eine unkontrollierte Gewalt im Staat auftritt, eine politische Richtung, der IS ist jetzt ein Beispiel, in Amerika sind es meinetwegen diese rechten Militias, woanders sind es Kommunisten, die Ordnung nicht gelten lassen, sondern sich als Macht aufbauen, die Macht, die die Ordnung kontrolliert und aufrechterhält, herausfordert, dann weiß die Staatsmacht nichts Wichtigeres als ihre Unbezweifelbarkeit an die allererste Stelle zu rücken und die durchzusetzen. Das habe ich gemeint damit. Ja, aber ist denn nicht das Wichtige daran, wie der Staat es macht? Dass er nämlich ab sofort darauf auf Sachen kommt, die er denkt, außer Acht gelassen zu haben. Dass er jede Meinung von jedem Muslim in jedem hinterletzten Dorf genau beäugen kann und will. Sodass er bei sich eine Lückenlosigkeit herstellt. Der ist objektiv, hat er keine Lücken gegeben. Oder dass halt Anschläge gemacht worden. Naja. Hat er wegen einer Lücke. Doch. Der Anschlag ist die Lücke. Kann ja nicht sagen, es hat keine Lücke gegeben, aber es gibt eine unkontrollierte Gewalt im Land. Ja, das ist ja das Ärgernis des Staats. Ansonsten finde ich den Beitrag völlig richtig. Der hat bloß nicht den Charakter des Einspruchs. Das ist ja wie die Weiterung. Das war ja auch das Argument.
Das verhält sich wie das und wie, dass der Staat seine Souveränität nach innen an die erste Stelle setzt und Kontrolle beansprucht, ist der Zweck. Und jetzt geht es genau in dem Sinn, wie der Beitrag lief, weiter. Wie tut er das? Ja, das ist der Übergang zur geheimdienstlichen Beaufsichtigung der Gesellschaft und der Übergang zur Gesinnungskontrolle. Ja, und das war jetzt ja das Argument, klar, da geht es dann los, dann schaut der Staat in die Moscheen und prüft, übrigens, was sehr schlecht zu prüfen ist, ob dort gedacht wird in einer Weise, dass morgen oder übermorgen Anschläge drohen könnten. Es ist einfach das läuft immer über die Logik des Verdachts und über die Prognose. Man wartet ja nicht, bis es passiert ist. Man darf ja nicht warten, bis es passiert ist. Also muss man aus dem, wie die denken, die Bereitschaft zur Tat rauslesen. Und dann eigentlich schon den Gedanken verfolgen, dem man die Bereitschaft zur Tat absieht. Auch das ist ein schöner Punkt, der jetzt nochmal in das Schema von Grad passt. Schaut, wie stolz ist unsere Gesellschaft auf das Argument, die Gedanken sind frei. Ja, wir sind alle Selberdenker, wir sind alle Freidenker, wir warten doch nicht auf den Staat, dass er uns sagt, was wir denken dürfen. Wird irgendwo in einer Weise gedacht, wie es den Staat angreift, ist es vorbei mit der Gedankenfreiheit. Dann sind die Gedanken tatsächlich staatliches Aufsichtsobjekt und der Staat besteht darauf, es hat so gedacht zu werden, wie es zu mir passt. Und nicht, ihr denkt, wie ihr wollt. Dann stößt er auf den größten Blödsinn. Der Wunder, wie wichtig im Staat und Wunder, wie gefährlich ist die Religion. Die Religion ist im Moment das große Thema in der Frage der Sicherheit. Warum? Weil Religion einerseits die wasserdichteste, nämlich ziemlich dumme, Weise der Heiligung der wirklichen Macht ist. Wodurch? Dadurch, dass man sich über der wirklichen Macht eine höhere Macht denkt, die einen beauftragt, der wirklichen Macht gehorsam zu sein. Ja, gebt Gott, was Gott ist und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Diese Logik. Gott sagt, du sollst dem weltlichen Herrn gehorchen. Gott sagt, du sollst Verantwortung für deine demokratische Gesellschaft übernehmen, egal. Der Mensch als Befehlsempfänger einer eingebildeten höheren Macht ist der zuverlässigste Anhänger, der loyalste Diener der Wirklichen. Aber nur solange die höhere Macht die Wirkliche auch rechtfertigt. Deswegen ist die Religion genauso, wie sie das vom Staat gehätschelte, gepflegte Mittel der Loyalität ist. Eines falschen Denkens, welches sehr nützlich ist für den Staat. Deswegen ist die Religion zugleich auch eine Gefahr für den Staat. Denn wenn der Höchste nicht Ja zum wirklichen Höchsten sagt, dann sind die Leute aus Treue zu ihrem eingebildeten Herrn Feinde des Wirklichen. So, und jetzt geht es darum, das zu sortieren. Eigentlich geht es darum, dem Islam beizubringen, dass die wirklichen Regeln, die wirkliche Macht, die unser Leben bestimmt, wichtiger ist als ihr Gott. Das hat auch beim Christentum Jahrhunderte und Religionskriege gebraucht, bis die kapiert haben, dass die wirkliche Macht wichtiger ist als die eingebildete. Oder anders ausgedrückt, dass der Gläubige sich auch noch den Widerspruch antut, dass er Gott für die reale, wirkliche, sein Leben bestimmende höhere Macht hält und zugleich sagt, es kommt aber überhaupt nicht darauf an, ob das jeder auch so sieht.
Ja, das ist ein Riesenwiderspruch, zu sagen, Gott bestimmt mein Leben, Gott ist die höchste Macht. Und gleichzeitig zu sagen, und wenn du einen anderen Gott anbetest, ist das genauso gut. Oder gar keinen. Einerseits die absolute Verbindlichkeit der Religion zu glauben und andererseits die absolute Unverbindlichkeit zu glauben, ist eine große Zumutung an den Gläubigen. Und man merkt, auf die Dauer zerstört ja die Religion auch ein bisschen. Und diese Unterordnung, die hat der Islam einfach noch nicht als seinen eigenen Bestandteil richtig drin. Die Islamis, die Moslems können die Unterordnung ohne weiteres praktizieren und hinkriegen. Aber im Dogmengebäude ist das noch nicht untergebracht. So, und deswegen ist diese Religion mit so einem großen Misstrauen betrachtet. Aber auch da gilt wieder. Es ist ja nicht wegen der Religion, sondern weil die Religion jetzt wieder für was anders steht. Jetzt betrachten wir mal die Seite nach Frankreich innen. Diese Banlieues, wo jemand gerade gesagt hat, alle paar Monate sind dort Riots. Was ist denn das? Da zeigt sich, Frankreich hat einen Volksteil, der gar nicht so ganz klein ist. Einwanderer aus den eigenen französischen Kolonien, aus Nordafrika überwiegend, Algerien, Marokko etc. Einwanderer, die sich und jetzt erstmal tatsächlich und praktisch marginalisiert sehen in dem Land. Keine Jobs, keine Perspektive, keine Ausbildung. Arme Vorstädte, in denen man anders als mit Verbrechen kaum über die Runden kommen kann. Das für sich wäre geeignet, einen sozialen Protest auszulösen. Da könnte man sagen, wir wollen auch Geld verdienen dürfen, wir brauchen Jobs in der Region, wir brauchen Subventionen für unseren Stadtteil. Da könnte man links werden, damit. Aber bei den Maghrebinern schaut die Sache ein bisschen anders aus. Sie fassen ihr Marginalisiertsein gleich als Ausgeschlossensein vom französischen Volk. Also auf einer ganz anderen Ebene als auf der, wo das materielle Leiden existiert und herkommt. Nämlich auf der Ebene, werden wir als vollwertige Franzosen anerkannt. Auf der Ebene sehen sie sich missachtet. Weil sie, also, und da merkt man jetzt dann wieder, Volk ist diese Ideologie der Gemeinschaftlichkeit wegen gemeinsamer Lebensformen. Weil sie jetzt Maghrebiner sind, weil sie Moslems sind, weil sie andere Gebräuche haben, werden sie von den anderen Franzosen verachtet und halten sich selbst für was anders. Und als solche sind sie dann Rekrutierungspotenzial für den IS. Nämlich, ihr lebt in Frankreich und seid ausgegrenztes Volk. Ihr gehört nicht dazu. Ihr werdet nicht geehrt. Ihr kriegt die Anerkennung nicht, die doch zum Volksgenossensein dazugehört. Und jetzt kämpfen sie nicht gegen ihre materielle Ausgrenzung, sondern gegen die Missachtung. Indem sie sagen, dann schließe ich mich der Gemeinschaft an, die Ehre der Moslems erkämpft. Also auch da, es ist nicht einfach die Religion, sondern es ist wieder die Religion als die verbindende Sittlichkeit oder als der verbindende Glaube, der eine Volksgruppe charakterisiert. Und die Volksgruppe wird als Volksgruppe unzufrieden mit ihrer Lage. Und erst dann entfaltet die Religion ihre Sprengkraft. Deswegen gibt es jetzt das Merkwürdige, dass die Franzosen jetzt neben der die interessante Kombination machen von einerseits die Moscheen überwachen, möglichst in jeden muslimischen Kopf reinschauen, ob er nicht übermorgen ein Täter werden könnte, und andererseits sagen, wir brauchen Sozialprogramme für die Banlieues. Und da merkt man dann, jetzt sind dann die Sozialprogramme bis hin zu Arbeitsplätzen, ne?
die sind jetzt dann nicht okay, wir müssen die materiellen Interessen der Menschen befriedigen, sondern dann sind die Arbeitsplätze Integrationsmittel ins französische Volk. Eigentlich wird das Materielle zum Erziehungsmittel für den braven französischen Staatsbürger, der erzielt werden soll. Also da dreht sich's ganz schön um. Da ist nicht mehr das Materielle dann der Zweck des Materiellen, sondern die Befriedigung gewisser materieller Nöte ist das Mittel der Integration und der Unschädlichmachung dieses nicht integrierten Volksteils.